Salve a tutti, es ist Freitagabend. Wir haben den 12. Mai, 17.36 Uhr. Der DAX ist fertig mit 15.907. Spoiler-Alarm. Ich war die letzte Woche unter anderem wieder bei NTV. Das kommt morgen rein. Irgendwann während des Tages auf NTV. Und dann heißt es Börse, Zertifikate oder sowas. Da kommt es rein. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr, keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die nächsten 300 Punkte hochgehen, vielleicht auf das All-Time-High, aber die nächsten 2000 Punkte runter. Habe ich mehr und mehr die Überzeugung von, Woche ist sehr hoch, Monat ist sehr hoch. Hier passiert momentan nichts. Tatsächlich werdet ihr auch nachher sehen, dass die Scheine exakt die gleichen sind wie schon seit Wochen. Was soll ich hier auch machen? Wir haben hier eine ausgedehnte, ein Monat alte Seitwärtsphase mit minimalen Kerzen, so im Schnitt so um die 90 Punkte. Das ist weniger als 1%. Das ist ziemlich armselig. Das muss ich wirklich sagen. Ich könnte also den Film seit 4 Wochen auf so eine Endlosschleife legen. Da ist genau das Gleiche. Bisschen was hat sich geändert. Insgesamt war ich sehr enttäuscht von dem, was diese Woche passiert ist, insbesondere vom Mittwoch und vom Donnerstag mit den Zahlen aus Amerika. Da hätte mehr Schmackes reinkommen müssen. Bei uns kam das nicht so an. Die Amis haben es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, so Nasdaq allen voran. Der Spread zwischen Nasdaq und dem DAX, auf den ich ab und zu mal schaue, der ist jetzt wieder runter auf 2600. Der war auch schon mal wieder bei 3200. Also von daher haben es die Amis ein bisschen besser aufgenommen als wir. Aber hier passiert jetzt Folgendes. Das ist jetzt der Tageschart und ich gehe mal noch mal näher ran, dass man das besser sieht. Die Bänder gehen immer noch zusammen. Die haben jetzt so noch eine Distanz zueinander vom unteren zum oberen von, was war das, 270 Punkten. Ich kann mich nicht erinnern in jüngster Vergangenheit, dass die jemals so eng waren. Ich habe mal 400 Punkte gesehen, auch mal 390 Punkte. Aber 270 Punkte, das ist erstaunlich. Ja, aber das ist halt dieser langen Seitwärtsphase hier geschuldet. Vom Chart her, ich komme gleich nochmal auf die Bänder, haben wir nach wie vor hier die 15.670 als meines Erachtens nach wichtigste Unterstützung. Letzte Woche hat damit nichts zu tun. Aber wenn wir drunter sind, sind wir auch unter dem unteren Band. Mit drunter sein und negativ werden, meine ich also wenigstens 30 Punkte Abstand, das heißt 15.640 so ungefähr. Und dann ist das nach wie vor die erste Soft Landing Area, wo wir da sind. Die geht runter bis 15.260 und fängt an bei 15.350. 100 Punkte breit, aber echt immer mal dieses Gap hier auch noch im Auge behalten. Das war, der Schlusskurs war bei 15.328. Also wie gesagt, die Bänder sind extrem eng und das lässt sich der DAX noch nicht mehr lang bieten. Also ich rechne innerhalb kürzester Zeit mit einer Entscheidung, ob wir drüber gehen oder drunter gehen. Das erstmal vorausgesetzt. Das obere ist bei 15.988 und verbindet sich hier in etwa mit diesem Chart-Geklüngel hier. Das ist halt die 16.000. Für mich war das anfangs nur eine psychologische Marke, aber sie etabliert sich tatsächlich als Chart-Widerstand. Wir müssen da drüber gehen und schließen, wenigstens so mit 16.030, 40, um überhaupt eine Chance zu haben auf einen Anstieg auf die Highs vom Januar 2022. Das müssen wir machen. Ich finde, das ist hier so ein Verhungern vom Markt. Es ist nach wie vor ein Warten auf Impuls. Und die kamen auch durch Mittwoch nicht. Die kamen nicht von den Zinsentscheidungen, auch nicht von England von der Zinsentscheidung, von der EZB nicht. Die kamen nicht durch die Arbeitsmarktdaten. Und ich glaube, dass diese Schuldenobergrenze in Amerika, das haben wir jetzt schon seit Jahren, machen die da rum. Ja? Immer wieder, ist immer das gleiche Spiel. Die werden sich irgendwie einigen. Dann kriegen halt die Republikaner irgendeine Schocki und dann geht es auch schon wieder. Die wissen ja selbst, dass sie es machen müssen. Mich interessiert das eigentlich nicht so, weil die werden sich so oder so einigen, ganz bestimmt. Zurück zum Chart. Das sind also nach wie vor die wichtigen Punkte. 15.670 und 16.000. Ich habe jetzt noch wieder die gleitenden Durchschnitte reingemacht. Ich mache es wieder ein bisschen näher ran. Die schmusen miteinander, 10- und 20-Tage-Linie habe ich kein Signal von. Wir haben jetzt wieder bei der 20-Tage-Linie heute gehalten. Die ist bei 15.854, haben wir gehalten und das ist in Ordnung. Der DAX selbst ist im Moment ziemlich uninteressant.
Was ich bei dem Interview erfahren habe, war, dass, das waren wir zusammen mit dem Dirk Hess von der Citibank, dass im April wohl die geringsten Umsätze in den Derivaten waren. Ich weiß jetzt nicht, ob seit ein paar Jahren oder seit ever. Also es muss ganz, 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 ganz klein sein. In den Einzelwerten, da werden halt verschiedene Säue durch den Ort getrieben. Manchmal kommt es ein bisschen komisch vor, weil der Dividendenabschlag war. Aber heute zum Beispiel so eine Nordex ja von 10,70 Euro auf 10,10 Euro auf 11,60 Euro. Ja, das ist halt dann in den Einzelwerten spielt schlicht und ergreifend mehr Musik. Das muss man sagen. Aber das kann auch schnell mal gegen einen laufen. Muss man wirklich höllisch aufpassen. Ganz kurz mal zu den noch bevorstehenden Zahlen, die da kommen. Und zwar Dividenden Deutschland, das wollte ich ruhig mal zeigen. Es ist nicht mehr viel. Auch Quartalsberichte, die meisten sind durch. Nächste Woche, wenn der 12., das ist alles heute, hier. Da fängt es an, Montag. Was haben wir denn da noch? Deutsche Börse, das ist dann wohl der Dienstag. Da gucken viele drauf. Was haben wir denn sonst? Amadeus, ja. AXtron wird immer mal wieder genannt. Was haben wir da? Glöckner. Ja, und dann wird es schon... Vonovia kommt mit 1,88 Euro wahrscheinlich. Das ist am 17.05. Fraport ist dann schon übernächste Woche, 23. Also da kommt nicht mehr viel. Ich habe nochmals keine Verkaufssignale auf Monatssicht oder auf Wochensicht. Aber die fangen an, sich langsam aufzuweichen. Deswegen, und hier nochmal Spoiler-Alarm, ich habe halt gesagt auf NTV, die nächsten 300 Punkte wahrscheinlich hoch, aber die nächsten 2000 runter. Ich kann mir vorstellen, dass das bis in den Juni hinein hier oben irgendwo bleibt. Vielleicht geht er auch nochmal ein bisschen hoch. Also ich rechne nicht mit einem deutlichen Abverkauf jetzt innerhalb der nächsten 3 Wochen. Ich meine auch aufgrund der alle möglichen Gespräche, die ich letzte Woche so geführt habe, mit Händlern, mit Market-Makern und wem auch immer, dass das Gros der Anleger seine Positionen abgesichert hat oder zumindest teilweise abgesichert hat. Das heißt, wenn da hier mal 500 Punkte fällt, wir hatten ja mal hier so eine Geschichte, dann sind die auch da und freuen sich, endlich mal Bewegung und ich bin dabei und ich mache jetzt die Position zu und das wird den Markt unterstützen. Die müssen erst raus. Ich halte es für möglich, dass wir hier drüber gehen, aber da muss ich jetzt endlich mal beeilen. Von der Tagessicht her ist es hier leicht negativ, aber auch völlig neutral über den Trendfolger. Da ist gar nichts. Es gibt hier kein griffiges, sinnvolles Chartsignal. Dem muss man sich einfach so stellen. Es gibt Momente, da kann man mutig sein. Es gibt Momente, da kann man auch in Urlaub gehen. Momentan kann man in Urlaub gehen. Ich habe euch die Scheine mitgebracht. Nochmals, es sind die gleichen Scheine, wie schon in der letzten Woche, die Woche davor. Ich glaube, die habe ich jetzt seit fast 4 Wochen drin. Es gibt keinen Grund, die zu ändern. Das Einzige, was sich ändert, ist ja der Hebel bzw. die Aufgelder. Aber diese Scheine sind genau die gleichen. Die kennt ihr schon alle. Ich lasse mal hier stehen. Könnt ihr einen Screen, den Film anhalten. Sind genau die gleichen. Nächste Woche mache ich am Mittwoch auf jeden Fall einen Film und dann bin ich schon wieder auf Achse. Ja, ich bin eigentlich fast die ganze nächste Woche. Ich nutze es aus, diese ruhige Zeit hier. Und bin auf Achse dann auch fast das ganze Wochenende. Der Freitagsfilm kommt erst am Sonntagabend. Und dann bin ich erst wieder zurück. Ich lege mein Ei hier in den Einzelwerten und nicht im Index. Aber die beiden eben genannten Punkte, 15.670 und 16.000, erscheinen mir für die nächste Bewegung von mindestens 300 Punkten die wichtigen zu sein. Sollte es nach unten gehen, habe ich hier die Soft Landing Area. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ganz schnell diesen Bereich hier sehen, aber bis Ende September gehe ich davon aus, dass wir irgendwo die 13,8 wieder sehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.